There we go. Oh shit. Wenn du 365 Tage im Jahr Vollgas gibst und dann 6 Tage einfach flach liegst, du kannst dich nicht bewegen, du kannst deine Energie nicht rauslassen, weil du die Energie selbst brauchst für dich, ja, für den Heilungsprozess. Das ist für mich hart. Yes, Leute, ich bin wieder da, Mann. Ich habe jetzt seit 7 Tagen keine Videos gedreht. Ihr habt es vielleicht im Blog gesehen von Mischa, ich verlinke das noch. Ich verlinke das Video noch, als ich bei Chris war. Ich bin immer noch ein bisschen krank, was heißt ein bisschen. Ich habe, so wie es jetzt ausschaut, eine Stirn-Augenentzündung. Stirnhöhlenentzündung. Ja. Ich habe immer wieder Fieber, ich habe starke Kopfschmerzen. Ich habe so starke Kopfschmerzen wie noch nie. Gestern war es relativ okay, ja, nach der ganzen Prozedur, die Chris gemacht hat. Ja. Das war so geil, ich muss unbedingt das Video abchecken. Ich verlinke das. Und ich habe dann gedacht, okay, es ist okay. Und ich bin ins Training gegangen gestern. Ich habe versucht, ein Ganzkörpertraining zu machen. Mhm. Musste aber dann abbrechen, weil ich das Fieber wieder kam. Das heißt, ich bin zu viel ins Training gegangen. Und jetzt heute kann ich nicht mal mit Mike trainieren. Ja? Das fuckt mich ein bisschen ab. Ja, ist ein bisschen schade. Ich bin schon seit 6 Tagen nicht mehr im Training gewesen. Außer, wie gesagt, gestern kurz. Alle Gains weg, meinst du? Alle Gains weg. Nee, ich fühle mich dementsprechend natürlich nicht gut. Ja, klar. Ich fühle mich wirklich nicht gut. I feel with you, Bro. Yes, glaub mir, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Vor allem jetzt bei mir als Profi, als Profiathlet. Aber ist okay, ja, muss ich akzeptieren. Ja. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen Übung mit dem Frog hier. Ja, versuch den Frog mal. Ja, Leute, das ist vielleicht noch kurz von mir auch nochmal. Also ich denke auch, ich denke, es hätte dir vielleicht heute schon wieder besser gehen können, wenn du gestern noch... Also das ist wirklich ein Tipp von mir, Leute, geht nie zu früh. Es gibt, ich kenne sogar wirklich Stories von Leuten, die gestorben sind, ja, weil sie zu früh ins Gym sind. Es gab ein Model mal, die ging mit einer Grippe ins Gym und die Entzündung hat sich dann vergrößert und sie hatte dann Herzmuskelentzündung und ist gestorben. Also ich empfehle euch wirklich nie, immer 2 Tage noch zusätzlich zu resten. Ich habe zum Beispiel damals auch, ich war 10 Tage komplett weg, habe aber nochmal 4 Tage zusätzlich komplett dem Gym, also war ich weg vom Gym, einfach weil ich wirklich sicher gehen wollte, dass ich wieder fit bin. Und ihr werdet es dann auch merken, euer Körper gibt euch dann auch die Zeichen. Und Julia checkt hier gerade den Frog ab. Bro, das ist eine gute Advice. Yeah. Your turn. Right. Your turn, bro. I try. Okay. But, easy weight for you. She's on the same as her. Yeah, he's sick, so... Let's start out with just legs, so lock your arms, if you don't mind. Also, ausstrecken. Lock your arms, and now you just shut your legs like you're doing a squat. Okay, yeah, all the way till it touches. There you go. I have to stop, man. I if you're not feeling well? Yeah, no, man. No, I got you. Yeah. But, yes. And then the other thing, the next one we would do is upper body, extend the total military press, and your ab. Yeah, there we go. And straighten the arms. Er bereitet sich für den Film vor, Leute. Ja. Hey, 5 Leute stehen zur Auswahl. Aha. Er wird es machen, Mann. Er muss es machen. Er muss es machen. Ja. It's like a commitment to yourself. Alright, let's start. So. Ihr seht, ich schwitze. Ich habe es auch gesehen. Ein paar Aufnahmen habe ich dazwischen geschnitten. Wir haben jetzt doch ein Workout gemacht. Ich fühle mich jetzt komischerweise etwas besser, ja. Ich weiß nicht, ob es wegen den 2 Tabletten ist, die du mir gegeben hast. Shut up and live. Julia, ich weiß nicht, was da drin war. Nein. Der Mischa macht sich warm. Ich mache noch ein Posing-Update gegen Mike. Mike ist schon ready, schon warm. Das Posing-Update, das kommt dann auf Mischas Channel, wie auch das gesamte Workout. Wir hängen uns jetzt noch ein bisschen, tauschen uns noch ein bisschen aus und später geht es dann weiter. Wir treffen uns noch mit Anja. Ihr seid dabei. So, ja. Come on, sweetie. 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 Look at my sweetie girl pumping up over there. Guten Abend. Yeah. Let's go. Bam. Uh-huh. Front double bicep. Bam. Another sunny day in California. Ihr hört meine Stimme. Ich bin immer noch erkältet.
Ich hoffe, es geht mir besser. Ich kann es jetzt noch nicht beurteilen. Stand jetzt, ich bin gerade aufgestanden. Geht es mir besser? Ich habe jetzt die Tabletten, die Lia gestern noch organisiert hat, was waren das für Tabletten? Amoxicillin oder so ein Scheiß. Ja, auf jeden Fall Antibiotikum habe ich jetzt mal noch nicht genommen. Das ist Worst-Case-Fall. Aber ich schaue es jetzt mal an, ich gehe jetzt mal ins Beintraining, schaue, wie ich mich danach fühle und dann entscheide ich, ob ich jetzt wirklich diese verdammten Tabletten nehme. Ich schaue, dass ich so wenig Chemie zu mir nehme, wie nur möglich. Ich mag das einfach nicht. Ist halt übrigens auch nicht gut. Ich gehe jetzt ins Training, mache Beine. Noch zwei sehr wichtige Infos. Wir haben einen Rabatt bei ProFuel und zwar bei nessential.at.ch. Dort haben wir Rabatt auch für die Tunnelblicks. Die gibt es übrigens noch dort. 10% Rabatt mit dem Code Patrick.10. Und bei Proberware haben wir ebenfalls Rabatt. Und zwar 10%. Jede Woche kommt 10% mehr dazu, bis 30%. Hat natürlich aber nur so lange es hat. Ja? Also nicht zu lange warten. This is it. Bro, was ist bei dir im Programm? Ja, Mann, ich bin easy sore von gestern. Ja. Wir haben ja mit Mike trainiert und ich spüre die Übungen halt. Ah ja, die Übungen spürst du. Das Scan-Training, komm, steigen ein. Es waren zwei gute Übungen dabei, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und jetzt mache ich halt einfach noch ein bisschen Brust, noch hintere Schulter. Ja. Daher, ja, mal schauen. Freestyle-Training. Freestyle? Komm gar nicht rein hier. Ach, kommst du gar nicht rein? Scheiße, ja, stimmt. Schaut mal. So breit. Ja. So dünn bist du nicht, sagen wir es mal so, oder? Nicht mehr. Schau mal, wer da ist. Hey, Kleine. Hi, mein Lieber. Oh, okay. Hey, was läuft? Wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, du siehst, ich sehe nämlich krank, ich sehe nämlich nicht gut aus. Sehe ich blass aus? Schon auch ein ja, bisschen, man sieht ihn schon ein bisschen an. Ich meine, ich kenne ihn, Bro. Ich weiß, wie du bist. Immer voll aufgedreht und im Moment so ein bisschen ruhig. Nein. Aber es ist gut, dass du hier bist. Das tut dir gut hier, das Wetter. Letztes Mal bin ich hier gewesen. Habe ich versucht, Oberkörpertraining zu machen. Und auf einmal wurde mir richtig schlecht. Musste ich abbrechen, Mann. Ja. Pass auf. Ja, wenn ihr krank seid, besser einfach ein bisschen erholen. Hört auf deinen Körper. Sicher. Das weißt du ja. Aber du sagst es mir immer, aber ich muss dich danach wieder dran erinnern. Schau du, Kleine. Ich bin hier kein Vorbild. Ja, also wenn ich vernünftig wäre, dann würde ich jetzt nicht versuchen, mal die Beine zu trainieren. Aber wie gesagt, ich versuche es. Mal schauen, was läuft. Vielleicht muss ich abbrechen. Mach ein bisschen leichte Gewichte. Hat doch, dass du ein bisschen was machst. Weißt du, ein bisschen Bewegung. Nein. Oh nein, da wird alle Gains verlieren, Leute, alle Gains! Nein. Ja, easy, Mann. Du bist noch, wie lange her, du fliegst mit uns zurück? Ja, ich fliege mit euch zurück. Ich bin jetzt seit einer Woche schon hier, ein bisschen mein Ding hier am Durchhasten. Ja, ich bin wieder mehr ein bisschen auf meinem Shooting-Zeug hier organisieren, machen und tun. Wieder ein bisschen meine Welt am Arsch. Das kommen gute Sachen bei dir, muss man sagen. Ne? Also, ja. Ich sag, Schweizer sind auch hier. Ja. Hallo. Hi. Ich sag die Sachen immer lieber erst dann, wenn sie safe sind. Aber ich bin wieder ein bisschen meine alte Connections hier am Aufgreifen. Aber ich bin jetzt froh, sind meine Bros hier und am Samstag fliegen wir alle zurück. Heute Abend gehen wir alle zusammen raus. Genau, heute Abend ein bisschen festen, ein bisschen feiern auf unsere Art. Ne? Und ja, ich habe jetzt gerade trainiert mit ein paar Schweizern hier und gehen jetzt noch in Southampton, wo man ja immer gratis Kaffee kriegt. Ja, so kriegt ihr immer die immer gratis Kaffee. Sehr richtiger Kaffee. Immer, ja, sehr richtiger Kaffee. Nicht. Immer, ne? Ja. Easy Baby, schau mal, wir müssen los, ja? Ja. Weil, hey, pass auf dich auf, ja. Termin, ja. Ja, nicht zu hart, wir sehen uns am Abend, wir sehen uns später. Wir sehen uns auch gleich drin und dann später wieder. Ja, ganz spontan, wir sind real hier. Das ist ein geiler Hund, Mann, ey. Er unterstützt mich hier. Wie heißt du? Noah. Von wo bist du? Würzburg, Deutschland. Ich bin hier mit meinem Kumpel in den Ferien. Und hatte heute das Glück, den guten alten Patrick zu treffen. Ja, gleichfalls. Ja. Geil, Mann. Er unterstützt mich hier. Du siehst, ich bin am Kämpfen, Mann. Ja, das ist hart. Ja. Aber ich kann dich auch aufnehmen, wenn du willst. Nein, du brauchst mich nicht aufzunehmen. Alles easy, danke, Mann. Aber wenn du 365 Tage im Jahr Vollgas gibst und dann 6 Tage einfach flach liegst, du kannst dich nicht bewegen. Du kannst deine Energie nicht rauslassen, weil du die Energie selbst brauchst für dich, ja, für den Heilungsprozess. Das ist für mich hart. Weil ich brauche auch diese Zeit im Gym. 1-2 Stunden, ich brauche diese Zeit für mich, um mich zurückzuziehen. Wie eine Art Meditation. Und darum bin ich heute hier, ja? Dann finden wir noch einen schönen Satz ab von ihm. Komm, der macht die Übung so schön. Komm, zeig mal.
So schöne Ausführung, komm. Ja, sehr schön, schau mal. Richtig schön. Schön runter hier, eine Linie. So müssen saubere Squats aussehen, Leute. Ganz tief, ass to the grass. Ohne Bedwing hier. Stark. Stark. Yes, Leute, so müssen Squats aussehen. Erkläre ich alles im Detail im Shred System. Also Leute, ich habe jetzt das Glück, mein weiteres Beintraining mit dem Patrick zu verbringen. Nächste Übung ist Hack Squats, wie man hier schön sieht. Let's go. Auf geht's. Stark. Bist du da? Alles klar. Schnupfen. Bravo, Schnupfen. Ist alles raus? Alles klar. Ja, hat sich so ergeben, ja, dass wir jetzt zusammen trainieren. Da haben mich gefragt, ob mit was ich mache. Da habe ich gesagt, ich mache die geile Maschine hier. Ja, die Hack Squat. Eine der besten Maschinen, finde ich. Leider gibt es die bei uns im Gym nicht, aber die kommt auf jeden Fall bei uns ins Bravo Gym. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Übung. Come on. Easy. Easy. Ja, ist gut. Ist harte Übung, ne? Nach dem Squat. Ja, nach dem Squat sowieso. Gute Kombination. Squat und dann die. Kombination. Oh, so good, shit. Hello, Leah. Leah is in the house. Hey. Du bist auch wieder im Haus? Yeah. Okay. Sie war schon um 8 Uhr morgen, 8 Uhr heute im Training. Genau. Ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ich brauche Regeneration in dieser schweren Zeit. Wie es schon klingt, ja. Hey, wir haben ein neues Restaurant rausgefunden, Leute. Checkt das unbedingt mal ab. Und zwar heißt das The Gratitude. Man sieht hier gerade den Namen nicht. Aber es heißt The Gratitude. Den wir im Southampton über die letzten 4 Jahre immer Kaffee so bekommen haben. So oft Kaffee spendiert bekommen haben. Dann haben wir unsere Home Eating Station haben wir gewechselt, oder? Oh ja, wir haben sie gewechselt und schaut mal, zu Recht, oder? Zu Recht, Bro. Also das Essen hier ist wirklich fantastisch. Es ist all vegan, all organic shit, ja. Also den ganzen Scheiß, auf dem wir stehen. Es ist vegan, gluten-free, dairy-free, fat-free, low-carb, fat-free, sugar-free and paleo. Und no hormones. No hormones. Hormones. No GMO. No GMO. Okay, das Restaurant ist top. Unbedingt mal abchecken. Die Gratitude. Ich filme euch nachher gleich mein Essen. Wir haben so eine Art HS Bowls bestellt. Die gibt es hier überall in Amerika, die HS Bowls. In allen verschiedenen Variationen, das ist lustig. Ich zeige euch nachher gleich. Das Essen kommt gleich. Wie ist dein Smoothie? IG. Super. So, hier haben wir die zwei Versionen der HS Bowl, ja, die es hier in Amerika ebenfalls schon entdeckt haben. Ganz verschiedene Sachen hier. Wir haben Black Beans, wir haben Braunreis, Kale, so eine spezielle Soße hier. Veganik. Alles Vegan-Style. Bei dir ist auch geil. Ja. Süßkartoffeln. Genau. Auch Reis, was Quinoa. Ist das hier? Das ist so ein Curry. So ein Curryzeug. Das ist übrigens Käse. Der hergestellt wird aus Cashewnüssen, also ja. Ziemlich nice. Sehr nice. Hier haben wir noch Lentils, also Linsen, ja, die kommen jetzt ebenfalls da drüben, die habe ich noch separat bestellt. Was aber leider sehr, sehr schade ist, ich schmecke nichts, schon seit 6 Tagen. Ja, das ist so schade. Ja. Aber ich stelle es mir einfach vor, ja. Ich stelle mir vor, wie es halt schmecken würde in dieser Kombination. Aber wir kochen alles nach bei Pro Kitchen. Oh also, yeah. Du, sieht auch lecker aus. Tastien okay? What's this? Tempeh. What's this? It's also like soy. So, nice. Like a meat it's substitute. Beans, yeah. It's bean marinated. Ja, also ihr seht, Gastronomie hier. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, sehr vielseitig, bietet einiges mehr als in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. So, so, so. It's just another day in California. Hey, dritter Tag. Ich bin wieder ein bisschen fitter. Yes, wir waren mit dem Thai vegan. All vegan. Ja. Schau mal, was wir alles hier. To go. Man sieht es jetzt nicht, aber hier ist eine riesen Tüte voll. Spezialtipp, Leute. Richtig geiles Essen. Aha. Alles vegan und
preisgünstiger geht es nicht in L.A. in meinen Augen. Für $50 haben wir jetzt mindestens für 5 Personen Essen eingekauft. Ein paar Thais, alles mit Soja-Chicken, richtig gut. Ich kenn's nicht, du hast ja gestern dort. Ich check's jetzt mal aus, ja. Bin gespannt. Wir haben schon jetzt circa 4:30. Wir waren relativ spät heute wieder im Training. Es ging heute bei mir ein bisschen besser. Ihr seht, ich fühle mich auch besser. Vielleicht hört man es auch an der Stimme. Ja, man hört es vielleicht auch an der Stimme, ihr werdet es wissen. Jetzt gehen wir an den Strand Santa Monica, dann haben wir noch ein bisschen Sonne, ja, ein bisschen Strand. Und dann gehen wir nachher heute Abend an eine Lamborghini-Show und in ein Spa mit einem guten Kollegen. Also um genau zu sagen, es ist der Manager von Dan Bilzerian. Wir haben den nämlich kennengelernt an der Party von Chris. Und wir checken es mal so ab, was dort ein bisschen läuft. Es sind ganz coole Leute. Ich freue mich. Die Beer Gate kommen auch. Ja, Leute, man muss einfach einen Bart haben hier. Ja, muss einen Bart haben. Let's go. Mit dem Bart kommt große Verantwortung. So scheiß. What? How much? $8. $8. Yes. Ma'am. San Andres. Yes. Where are you from? Yes, San Andres. Mexico. Colombia. Venezuela. No. Bolivia. Centroamerica. Bolivia? No, Centroamerica. Argentina. It's in Nicaragua. What is another country? Muracao. No. I don't know. Salvador. El Salvador. Woo! Woo! Come here. Worldwide. Proper worldwide. Hey, bye bye. Mua. Schaut mal den Strand, wie schön. Boah, ey, ich bin jetzt, stellt euch vor, Leute, 6 Tage flach. Stellt euch vor, jemand, der euch ständig auf den Kopf hämmert und ihr habt das vorne vor der Nase, ja, und ihr könnt nicht rein. Ich werde heute so hart ins Wasser gehen. Scheiße, Mann. Oh, shit. Ja, die fahren in unsere Richtung, Mann, tatsächlich. Könnte schon sein. Hier noch etwas für den Dessert. Boah, zieht euch das rein, Leute. Fuck, zieht euch das rein. Oh. Oh, so, kleines Plätzchen. Und Leute, es juckt mich. Seht ihr dort? Oh, no. Es juckt mich. Nein. Hey, wollt ihr den zweiten Part? Wenn ihr den zweiten Part wollt, bei wie viel Daumen nach oben? Aber dann was ganz, müssen wir sonst was Geiles ausfallen lassen. Ja, dann musst du ihn eigentlich noch fast dazu zwingen, ins Wasser zu gehen. Das nächste Mal schwimme ich noch einfach raus. Ja. Bei 3500 Daumen nach oben. Ich verspreche es euch. Hier ist es wahrscheinlich. Hier steht schon der erste Lambo. Hier steht schon der erste. Oh, scheiße. Da ist so, jetzt geht's los, Bro. Die Tür öffnet sich. Oh, shit. Uh-oh. What do you think? Which color? It's gray. Gray? Yeah, you know it, huh? You already know. Oh, shit. Oh, shit. It's like Halloween. It's like Halloween. Was für ein Theater für ein neues Auto. Krass, Mann. Dann steigt man auch rein.
ist jetzt die Kamera angegangen. Komm, du musst noch drei machen. Jetzt mach noch schnell drei. Leider die Kamera zu spät. Angemacht. Das ist für die Frauen. Für die Frauen. Die können sie mit können die Toast to the Bar mit den Knien machen. Das Schöne hier an der Lea in Santa Monica. Überall könnt ihr Sport machen. Nachdem ihr am Strand wart oder so, ist wirklich wunderschön. Also für jeden, der noch nicht hier war, unbedingt abchecken hier. Kalifornien, LA, Santa Monica, die ganze Area hier ist ein Traum. Und wir sind bald wieder zu Hause. Morgen fliegen wir ab. Morgen Nachmittag nach Zürich. Es war jetzt schön hier. Klar, war es ein bisschen blöd, dass ich 6-7 Tage aus dem Gefecht war. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Es kann sein, dass wir im November bereits wieder hier sind, da wir etwas mit Chris planen. Chris, ihr kennt ihn, vom Dollar Beer Club, von der Party. Und das wird cool, ist noch nicht sicher, aber es könnte durchaus sein, dass wir nach der Fitness Expo, welche am 6., 7. oder 8., also an diesem Wochenende vom 7. November in Basel stattfindet, dann nochmals hierher kommen. Das könnte sein. Yes, that's it. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Weitere coole Videos folgen natürlich in der Schweiz. Jetzt, was als nächstes ansteht, einige Athleten kommen zu uns, die Pro Menschen, wir drehen Videos ab, Q&As, Trainingsvideos auch, Lifestyle-Videos nach wie vor. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für euren Support. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und bleibt am Ball. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang.